dass die Einschnitte in unserem Leben, die sogenannten Schicksalsschläge, notwendig sind, um uns zu erinnern, wer wir in Wahrheit sind. Ich kenne kaum jemanden, der einfach so in die Wahrheit, in die Wirklichkeit gelangt wäre. Ich kenne niemanden. Also mir ist niemand bekannt, der einfach so aus dem blauen Himmel heraus gesehen hätte, wow, nicht wahr? Ich bin ja im Grunde genommen Bewusstsein und das, was ich erlebe, ist einfach nur eine Erscheinung. In den allermeisten Fällen sind Menschen durch schwere Schicksalsschläge erinnert worden an ihre wahre Natur. Das heißt, diese ganzen Dinge, wenn du sie jetzt nennst, Bulimie und wie sie alle heißen, sind im Grunde genommen Situationen, in denen Bewusstsein sich stoppt, ein Halteschild aufbaut, ein Stoppschild aufbaut, um zurückzukommen zu dem, was wir in Wahrheit sind. Und das ist der eigentliche Grund, die eigentliche Bedeutung solch schwerwiegenden Vorkommnisse, wenn man sie erkennen kann. Aber das bedeutet nicht, dass sie immer so bleiben müssen. Das bedeutet nicht, dass man sie einfach akzeptieren sollte. Ich will dir ein praktisches Beispiel geben. Ich habe die ganzen letzten Wochen einen sehr starken Ischias-Schmerz gehabt aufgrund eines Bandscheibenvorfalls. Und hier ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie ich das sehe. Auf der einen Seite ist der Schmerz mein Freund, weil er dafür sorgt, dass ich im Augenblick nicht Bewegungen mache, die diesen Bandscheibenvorfall weiter verschlimmern können. Nicht wahr? Sehr klar. Auf der anderen Seite tue ich selbstverständlich alles, um diesen Schmerz wieder loszuwerden. Aber beides ist notwendig. Nicht wahr? Sowohl auf der einen Seite der Schmerz, der mich daran hindert, Bewegungen zu machen, die meinem Rücken im Augenblick nicht gut tun. Und auf der anderen Seite selbstverständlich mein Bestreben, diese Situation zu überwinden. Von daher gesehen gibt es eigentlich überhaupt gar keinen Widerspruch. Zurabi schreibt, lieber Werner. Wer ist das? Zurabi. 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 Ist auch so ein, irgendwie so ein Kunstname wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, okay. Also die Namen erscheinen halt hier von dem Account, wie die Leute sich bei ZapLive angemeldet haben. Lieber Werner, ich bin dir so sehr dankbar für High Resolution. So viele Pakete, die sich hoch aufgelöst haben. Wunderbar, ja. Danke, freue mich. Ah, das ist die Monika, ist das. Monika Ceres. Ja, Monika Ceres, stark. Ja, hallo Monika. Ja. Wunderbar. Oh Gott, hier ist eine Frage, die ist wahnsinnig lang. Das ist ein halbes Buch. Ein halbes Buch. Nein, ja, versuch mal, eure Fragen etwas kürzer zu machen. Ja, dann müsste ich aber erst lesen, um zu wissen, was drin steht. Ja, versuch mal, deine Frage etwas kürzer zu machen, dann können wir sie auch vorlesen. Ja, genau. Guck mal, wer wir können solche langen Fragen hier leider nicht beantworten, sonst ist die ganze Zeit weg. Nee, das... Das gibt's doch nicht. Da hat was rein. Von Bea ist das. Aha, ja. Aber das ist nicht. Bea ist ja bekannt. Also sie hat ein Buch von Krishnamurti gelesen, aber das ist dann jetzt ewig, der Text ist, also brauchte ich ca. 20 Minuten. Von welchem Krishnamurti? Dem G oder dem UG? Warte, muss ich nochmal am Anfang. Also dem J oder dem UG? Ne? UG. UG, okay. Also US schreibt sie. Ja. Na, das kann ich nicht vorlesen. Nee. Versuch mal zwei Sätze draus zu machen, Bea, dann können wir sie gerne vorlesen. Okay? Da
Dann machen wir erstmal eine andere Frage von Auramann. Hallo Werner, Baltika empfahl Zeuge zu sein. Du sagst HR, was heißt das? Ist das High Resolution. Also, bitte erkläre doch, was nun besser in Anführungsstrichen sei. Je nach Thema vielleicht. Danke, Peter aus Fürth. Ja, lieber Peter, das sind zwei völlig verschiedene Paar Stiefel. Nicht? Das eine hat damit zu tun, überhaupt mal festzustellen, was Ramesh empfohlen hat, ob ich überhaupt der Täter bin. Ja, ob es überhaupt einen gibt, der etwas tut. Und wenn das mal klar ist, wenn dieser Punkt völlig klar ist, dass es wirklich niemanden gibt, egal was ich tue, egal was ich nicht tue, es gibt niemanden, der etwas tut. Es gibt keinen Täter. Es gibt Taten, aber keinen Täter. Es gibt Gedanken, aber keinen Denker. Es gibt Entscheidungen, aber keinen Entscheider. So, was passiert dann? Das hat Ramesh immer und immer wiederholt. Es gibt dann keine Schuldgefühle mehr. Weil, wenn ich nichts getan habe, dann kann ich auch für nichts zur Verantwortung gezogen werden. Nicht wahr? Dann gibt es auch keine Schuldzuweisungen mehr. Weil, wenn niemand was tut, dann kann ich auch niemand etwas vorwerfen. Nicht wahr? Wenn es keinen Täter gibt, dann kann ich auch nicht stolz sein auf irgendwelche Leistungen. Weil, wer hat sie denn getan? Ich auf jeden Fall nicht. Das Ich ist Illusion. Nicht wahr? So, dann kann es aber auch keinen Neid geben. Denn der Mensch ist programmiert. Es läuft sein Programm ab. Er kann sich nicht entscheiden, ob er Generaldirektor oder ob er Bettler wird. Also warum soll ich auf einen Generaldirektor neidisch sein? Hier wird mein Programm gelebt, im Generaldirektor wird sein Programm gelebt. Ja? Und es kann auch keine hypothetische Angst mehr geben, weil wenn alles sowieso schon vorherbestimmt ist und determiniert ist, warum soll ich mich dann verdammt nochmal vor irgendwas fürchten? Also, das ist die Auswirkung davon, wenn ich klar sehe und wirklich überprüfe, dass es einen individuellen Handelnden nicht gibt. So, jetzt haben wir mal diese Sache geklärt. Jetzt kommen wir zu HR. Egal, ob du dich als Täter siehst oder nicht, egal, ob du dich als Denker siehst oder nicht, egal, ob du dich als Entscheider siehst oder nicht, gibt es in jedem Leben unangenehme Emotionen. Jedem Leben. Auch im Leben von Ramesh hat es mit Sicherheit unangenehme Emotionen gegeben. Und ich sage, da es ohnehin kein Handelnden gibt, kann ich doch mit diesen Emotionen so umgehen, dass sie mir möglichst viel Gewinn bringen. Also sage ich, ich gehe hinein in die Emotion, in den Schmerz zum Beispiel, oder in die Traurigkeit, oder in die Aggression. Und indem ich hineingehe in diese Gefühle, in diese Emotionen, ist die Erfahrung, dass sie sich auflösen. Und dass ich die Energie, die vorher notwendig war, um diese Emotionen zu erzeugen, also die Aggression oder die Traurigkeit oder die Melancholie oder whatever, dass diese Energie sozusagen zu mir zurückfließt. Denn es ist ja nur reine Energie, die sich aber in Form von Aggression oder von Traurigkeit jetzt sozusagen manifestiert hat. Das ist eine ganz praktische Übung, die jeder selbst erfahren kann und die überhaupt keinen Widerspruch bildet zu dem, dass es kein Handeln gibt. Ne? Erinnere dich an das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Kind. Ich muss einem Kind sagen, dass es mich mit schmutzigen Schuhen in den Raum kommen soll und weiß dennoch, dass es diesen Handeln eigentlich nicht gibt. Also das sind zwei Dinge, die man sehr gut unterscheiden muss und die leider in sehr vielen Fällen zu Missverständnissen führen, die ein praktisches Leben auf diesem Globus nahezu unmöglich machen. Die Leute sind dann plötzlich mit irgendwelchen komischen spirituellen Vorstellungen beschäftigt, anstatt sich tatsächlich mit dem Leben als solchen zu befassen. Ich hoffe, das konnte ein wenig Klärung bringen. Wenn nicht, komm nochmal zum Coaching.
Die Monika schreibt nochmal, lieber Werner, in meiner neuen Ausbildung lerne ich die NLP-Technik. Es funktioniert. Ja. Ich sehe es als eine Spielvariante im Spiel. Magst du etwas dazu sagen? Ja, ich kann dazu nur sagen, dass es stimmt, was du sagst. Das ist richtig. Ich meine alles, es gibt so viele, unglaublich viele Techniken, egal auf mentalem Gebiet, auf psychologischem Gebiet. Ich habe dagegen nichts zu sagen. Das ist alles wunderbar. Ja, das ist überhaupt kein Widerspruch dazu, dass es den Handelnden nicht gibt. Ich hatte vor einiger Zeit mal jemanden hier, der mit Engeln gearbeitet hat. Ne? Der hat gesagt, ich kriege Engelbotschaften. Ja, sagt sie, ich habe dein Buch gelesen, gar nichts tun und alles erreichen. Und da habe ich gesehen, eigentlich ist alles Illusion. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich mit Engeln noch arbeiten kann. Da habe ich sie gefragt, sag mal, reden wir gerade miteinander? Ja, sagt sie, wir reden miteinander. Dann sage ich, das ist doch genau das Gleiche. Wir sind doch beide auch Illusionen. Also wenn du mit mir reden kannst, ja, als von einer Illusion zur anderen, kannst du auch mit Engeln reden. Es ist im Grunde genommen, wenn es dir hilft und wenn es Menschen hilft, dann mach doch, was du willst. Mach wegen mir Therapie, was du willst. Spielt gar keine Rolle. Du kannst alles machen. Der entscheidende Punkt ist nur, wenn einmal völlig klar ist, dass es den Denker, den Entscheider, den Handelnden nicht gibt, dann ist Friede da. Weil das Ich, also derjenige, der meint, er könnte und müsste etwas tun, schlicht und ergreifend als Illusion durchschaut worden ist. Das ist ein wirklich so einfacher Punkt im Grunde genommen, dass man schon gar nicht mehr drüber reden muss. Aber wie gesagt, alles was einfach ist, scheint dann doch sehr schwer zu sein. Die Bea hat jetzt ihre Frage gekürzt. Gekürzt, wunderbar. Danke. Sie schreibt jetzt, für Krishnamurti gibt es offenbar nur den Körper, der existiert und sich fortpflanzen will. Kein Friede, keine Liebe, rein gar nichts. Nur das, was gerade ist. Was hältst du davon? Ja, er hat eine Art und Weise, sich auszudrücken, die natürlich sehr speziell ist. Ich schätze ihn sehr, weil er im Grunde genommen genau das Gleiche sagt wie alle, die sich im natürlichen Zustand befinden. Nur hat er eben wirklich eine sehr, sehr spezielle Art und Weise, sich zum Ausdruck zu bringen. Wenn du ihn in seinen, ich habe ihn auch leider nur in seinen Videos erlebt, ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, wenn du ihn in seinen Videos erlebst und in den Spirit reingehst, in dem er lebt, dann spürst du diesen Frieden. Dann weißt du, der Mann ist im natürlichen Zustand. Der weiß genau, von was er spricht. Der hat auch eine ganz klare, dezidierte Meinung über Gott, über Kosmos, über Universum, über nach dem Tod, vor dem Tod und so weiter. Unsterblichkeit etc. Nur seine Art, das zum Ausdruck zu bringen, ist eben wirklich sehr speziell. Man muss sich auf ihn einlassen können. Und wenn es überhaupt jemanden gibt, der dich so richtig aus dem Verstand rauskatapultiert, und dann ist es er. Aber dazu musst du dich öffnen und nicht so viel nachdenken, nicht so viele Konzepte im Kopf bewegen. Ist das richtig, ist das falsch? Drückt er das, ist das jetzt möglicherweise parallel zu dem, was andere sagen? Vergiss das. Ja? Öffne dich ihm, höre ihm zu, lass das, was er sagt, in dich hineingehen und schau, was es mit dir macht. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Da ist noch eine Frage von Stefan. Ja. Unser ganzes Leben hören wir, dass wir die Macher und Entscheider sind. Und nun kommt jemand wie Ramesh Balsika und behauptet das Gegenteil. Ja. Das ist doch erst dann einmal schwer zu begreifen, natürlich, oder? Natürlich, ganz klar. Es ist erstmal schwierig zu begreifen, aber dann ist es letztlich gar nicht schwer zu begreifen. Weil ich bin immer noch ein Macher. Ich bin immer noch ein Macher. Aber in Wirklichkeit mache ich nichts. Das ist der ganze Unterschied. Ich habe einfach begriffen, dass ich in Wahrheit nichts mache. Aber meine Struktur, so wie ich kreiert worden bin, so wie meine Gene angelegt worden sind, bin ich eher ein Macher. Also eher jemand, der aktiv ist, der die Sachen nicht einfach im Bach runtergehen lässt, der die Sachen nicht einfach laufen lässt. Es gibt solche Menschen, die sagen, okay, wird schon irgendwie werden.
Ja, die sind so strukturiert. Bin ich nicht. Also im Grunde bin ich ein Macher geblieben. Aber ich weiß ganz genau jetzt, ich bin es nicht, der etwas macht. Das ist der ganze Unterschied. Und das ist der Friede. Der Friede besteht darin, nicht darin, dass man nichts mehr macht, sondern der Friede besteht darin, dass man weiß, dass man, egal was man macht, in Wahrheit nichts macht. So einfach ist das. Wirklich nicht schwer. Da ist jetzt ein User, der nennt sich Auramann. Der schreibt: Hallo Werner, warum erscheinen überhaupt Gedanken, obwohl sie doch zu 80% sinnlos, wiederholend und unnötig sorgende Gedanken sind? Es ist doch schwer, Zeuge zu sein, obwohl die Gedanken doch zu meinem, in Anführungsstrichen, Leben, zu meiner Person gehören? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Das ist dann irgendwann völlig unwichtig geworden. Ich könnte auch fragen, warum gibt es so viel Unkraut? Warum gibt es so wenig Rosen im Gegensatz zu so viel Unkraut? Warum muss es so viel Unkraut geben? Es könnte noch viel mehr Rosen geben als Unkraut. Also das sind im Grunde genommen Fragen, die sich möglicherweise auch stellen mögen, aber die im Grunde völlig irrelevant sind. Es ist einfach so. So ist Leben. Leben kommt in dieser Weise zum Ausdruck, und wenn ich durch einen Wald gehe, sehe ich dann eben nicht nur ein paar schöne Gräser und ein paar schöne Blumen, sondern ich sehe auch eine wahnsinnig viele Brennnesseln und muss aufpassen, dass ich mich nicht verbrenne. So, das ist das Leben. Schlicht und ergreifend. Und das Allerbeste ist, das Leben so anzunehmen, wie es ist. Und mit all den Gedanken, die da sind. Das ist einfach so. Das rattert und rattert und rattert. Und je weniger du dich darum kümmerst und je mehr du davon überzeugt bist, dass es zwar Gedanken gibt, aber keinen Denker, ja, desto weniger werden dich diese unnützen, sinnlosen Gedanken bedrängen oder in irgendeiner Weise in Bedrängnis bringen. Sie werden sich mehr oder weniger als etwas erweisen, was dich gar nicht mehr groß stört, was dich überhaupt nicht mehr tangiert letztlich, ja. Und was dann auch aufgrund dessen nicht mehr in dieser intensiven Weise erscheint. Das ist meine Erfahrung. Je öfter ich und je mehr ich diese Fragen gestellt habe, desto stärker wurden diese Gedanken. Je weniger ich diesen Gedanken überhaupt irgendeine Bedeutung zugemessen habe, desto weniger Lust haben sie offensichtlich, mich zu bedrängen. Und das ist die Erfahrung. Der Ansatz, den ich euch nur empfehlen kann, immer und immer wieder empfehlen kann, ist der, den Ramesh Beisekar als einzige Übung empfohlen hat. Überprüfe, ob es dich als den Denker, den Entscheider und Täter wirklich gibt. Wenn du das mit wissenschaftlicher Akribie tust und zu dem Punkt kommst, wo du siehst, es gibt ihn tatsächlich nicht, werden sich all diese Fragen von ganz allein lösen. Hier ist der Knackpunkt. Hier ist die Krux. An diesem Punkt. Nirgendwo anders. Sergej schreibt: Hallo Werner. Wenn ich meine Lebenssituation wie auch immer verbessern möchte, dann kann ich das eh nicht tun, weil sie sowieso vorbestimmt ist. Wie siehst du das? Das ist Quatsch. Das ist vollkommener Quatsch. Du kannst deine Lebenssituation selbstverständlich verbessern. Du kannst genau das Gleiche tun wie vorher. Wenn du sie nicht verbessert, wird sie auch nicht besser. Also tu dein Bestes, um sie zu verbessern. Denn genau das ist determiniert. Setz dich nicht hin fatalistisch und sag, wird schon irgendwie kommen. Dann wird genau das passieren. Es wird nämlich gar nichts kommen. Nicht wahr? Das ist der entscheidende Punkt. Die Tatsache, dass es den Täter nicht gibt, erzeugt nicht eine fatalistische Lebensweise, indem ich mich hinsetze und sage, naja, das kommt ja sowieso eh, wie es kommt. Das ist vollkommener Blödsinn. Ich bin programmiert. In mir läuft ein Programm ab. Und das Programm jedes Menschen ist ein Überlebensprogramm. Jeder Mensch möchte so angenehm und so erfolgreich und so gut wie möglich leben.
So, und dieses Programm darf weiterhin ablaufen. Das heißt also, kümmere dich, tu dein Bestes, um dein Leben zu verbessern. Wisse aber, dass in Wahrheit, dass du in Wahrheit über überhaupt nichts irgendeine Kontrolle hast. Und dann stimmt das, was du sagst, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Aber wenn du dich einfach nur hinsetzt und sozusagen alle Viere gerade sein lässt, dann musst du dich nicht wundern, wenn alles im Bach runtergeht. Das klingt paradox, aber es ist die Erfahrung. Monika hat auch zu dem Thema eine Anregung. Lieber Werner, das Kapitel Das Spiel mit dem freien Willen in deinem neuen Buch erklärt so wunderbar, wie dieses geschieht. Mhm. Magst du etwas davon vorlesen und vielleicht erklären? Warum nicht? Wenn keine anderen Fragen jetzt erstmal da sind, groß. Muss ich weiter gucken. Dann kann ich gerne mal nach da. Sind auch schon andere Fragen da? Ja. Ja. Dann lassen wir es vielleicht erstmal noch, liebe Monika. Aber vielen Dank für die Anregung. Und schauen wir mal die anderen Fragen noch an. Vielleicht später nochmal. Die Bea schreibt, wie komme ich aus der Wissensphase raus? Aus was? Wissens. Wissensphase. Wie kann sich das Wissen verzahnen und das Leben etwas ruhiger und friedlicher werden lassen? Ja, das ist eine Sache, die du wirklich nicht kontrollieren kannst. Meine Empfehlung ist, das, was du jetzt erfahren hast, was du weißt, was du als Wahrheit erkannt hast, ja, dass du das anfängst wirklich zu schätzen, wertzuschätzen, zu genießen, so gut wie möglich, in jeder Situation, indem du etwas liest und einfach da sitzt und sagst, wunderbar, oh, wunderbar, schön. Ja, so wie man ein gutes Essen genießt, nicht wahr? Es geht ja nicht nur ums Essen. Also ich meine, wenn es nur ums Essen ginge, dann könnte man auch irgendwelche Pillen schlucken, die entsprechende Mineralien, Kohlenhydrate, Vitamine und so weiter enthalten. Es geht ja beim Essen auch um Genuss. Ja? Und so empfehle ich, dass man auch geistige Nahrung genießt, dass man die Texte genießt, dass man die Worte genießt, dass man sich erinnert und wiederum genießt. Ja? Und durch den Genuss, wirst du merken, wird diese geistige Nahrung zu einer Art Speise. Und sie wird assimiliert. Sie wird sozusagen verarbeitet. Sie wird zu einem Teil von dir. Sie lagert sich ab in die Zellen. Sie wird zur Weisheit deiner Zellen. Sie wird zu nahezu etwas Körperlichem, könnte man sagen. Ich kann das nicht mehr unterscheiden. Ist das jetzt psychisch oder ist das physisch? Das kann ich nicht mehr unterscheiden. Das bin ich. Das ist tief in mich hinein. Hat mich durchsättigt, sozusagen. Ne? Und das ist der Prozess. Der Prozess ist, dass die Wahrheit dich durchsättigt. Dass sie mehr und mehr zu einem Teil von dir wird. Ja? Ohne dass du dich darum bemühst, ohne dass du dich daran erinnerst. Einfach nur schätzen, genießen, essen, trinken, atmen. Ja? Und du wirst merken, wie die Wahrheit von ganz alleine, ohne dass du dich darum kümmerst, dein Wesen mehr und mehr durchsättigt. Und es beginnt natürlich mit intellektuellem Verständnis. Es fängt an mit Wissen. Du liest etwas und denkst, Mensch, das ist wahr. Das ist wahr. Ich kann zwar nicht erklären, warum das wahr ist, aber es ist wahr. Ich spüre das. Da ist etwas. Das ist so wahr. Das berührt mich so tief. So, lass dich berühren. Öffne dich. Ja? Und lass es in dich hinein und genieße es. Und du wirst merken, wie es immer tiefer und tiefer sinkt und wie es dein ganzes Wesen letztlich dann durchsättigt. Das ist meine Empfehlung. Mach dir keine Gedanken, wie das passiert. Es passiert schon. Die Bruni schreibt, Hallo Werner, wir wollten dir danken für die Begegnung mit dir vor 2 Tagen. Schön, dass es dich gibt. Ja, schön, dass es euch gibt. Ja, das war wunderbar. Ich habe mich noch sehr gut erinnert. Ja, schön.
Heartbeat hat eine Frage zum Thema Heartbeat. Heartbeat, okay. Zum Thema 2012. Stichwort, was da alles vorhergesagt wird mit Sonneneruptionen, schwächer werdendes Magnetfeld und so weiter und so weiter. Höhere kosmische Strahlen, die uns erreichen, das Leben auf der Erde verändern. Kurz gesagt, Evolution beziehungsweise Bewusstseinssprung. Was hältst du davon, von diesem Thema? Gar nichts. Überhaupt nichts. Ja. Also, um es mal ganz salopp zu sagen, es geht mir am Arsch vorbei. Es gibt schon, hat schon so viele Propheten gegeben, die alles Mögliche vorausgesagt haben. Und es ist nie was eingetroffen. Aber nicht nur deswegen, sondern überhaupt. Das Leben jetzt, heute hier, in dieser Minute, ist wichtig für mich. Alles andere kommt sowieso, wie es kommen muss. Was soll ich mich um 2012 kümmern? Das ist eine reine Ablenkung von dem, was im Augenblick passiert. Was jetzt im Augenblick wichtig ist. Was ist im Augenblick wichtig? Dass ich hier sitze und etwas sage. Was ist für dich im Augenblick wichtig? Weiß ich nicht. Musst du selber wissen. Ja? Und wir kümmern uns um alles Mögliche in der Zukunft und vergessen das, was im Augenblick ist. Was nützt mir das? Es kommt sowieso, wie es kommt. Ja? Wenn es tatsächlich einen Sprung, einen Quantensprung gibt, dann gut, dann wunderbar, dann gibt es ihn. Aber was soll ich mich damit heute befassen? Ist vollkommen sinnlos. Heute hier, jetzt, in diesem Augenblick, das ist entscheidend. Alles andere ist unwichtig. Soll ich mal kurz mit freien Bildern? Ich bin gerade, gucke gerade weiter, was sind sehr viele Einträge, ich muss aber die Fragen suchen.